Zitat ist. Steht geschrieben bei St. Matthäus im 5. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gelobt seist du, Herr Jesu. Lob sei dir, o Christi. Nun sind die westlichen Truppen still und heimlich aus Afghanistan abgezogen, haben das Land sich selber überlassen, und was das bedeutet, das können wir nun mit Erschrecken in den Nachrichten verfolgen. Die Taliban erobern immer weitere Teile des Landes, beginnen erneut ihre Schreckensherrschaft zu errichten, führen das Land einer dunklen Zukunft entgegen. Afghanistan, ein verlorenes Land, bei dem man sowieso nichts mehr retten kann. So gibt man hier im Westen dieses Land einfach auf und mit ihm die Menschen, die in ihm wohnen. Afghanistan, ein völlig hoffnungsloser Fall. Doch da hören wir nun im Heiligen Evangelium dieses Sonntags eine ganz andere Sicht der Dinge. Da spricht Christus die kleine Minderheit der Christen in dieser Welt an und erklärt allen Ernstes, diese kleine Minderheit sei in Wirklichkeit Salz der Erde, Licht der Welt. Und damit hilft er uns, auch die Situation in Afghanistan noch einmal mit anderen Augen wahrzunehmen. Ja, menschlich gesprochen scheint alles verloren, alles zu spät in diesem Land zu sein. Scheint es keinen Ausweg zu geben aus der Spirale von Gewalt, die sich in diesem Land nun schon seit so vielen Jahren dreht. Immer wieder neu angefeuert von einer teuflischen Ideologie, die behauptet, eine Religion zu sein. Doch da erleben wir zugleich in diesen Monaten ein unfassliches Wunder, dessen Größe und Bedeutung wir wohl noch gar nicht richtig zu erahnen vermögen. Immer mehr junge Menschen aus Afghanistan finden den Weg zum Glauben an Jesus Christus, leben ihren Glauben mit einer Intensität, dass Menschen hier in Deutschland sie sich immer wieder nur als Vorbilder nehmen können. Eine junge, neue Generation afghanischer Christen, die nicht Krieg und Hass im Kopf haben, deren Lebensziel nicht darin besteht, an 72 Jungfrauen heranzukommen, sondern die in ihrem Leben und Denken geprägt sind von dem Friedenskönig Jesus Christus. Ja, ahnen wir eigentlich, was sich da zugleich in dieser Welt, ja vor unseren Augen abspielt? Hat es jemals in der Geschichte so viele afghanische Christen gegeben wie jetzt? Salz der Erde sind sie, vergleichsweise eine kleine Minderheit, und doch brennen sie wie Salz in den Wunden der afghanischen Gesellschaft, brennen so sehr, dass man sie in ihrem eigenen Land nicht ertragen kann. Und doch gibt um ihretwillen Gott dieses Land nicht auf, hört auf ihre Fürbitte, setzt in ihnen ein Hoffnungszeichen für dieses Land. Licht der Welt sind diese Christen, Menschen, denen Jesus Christus das Leben hell gemacht hat und die dieses Licht nun ausstrahlen in die tiefe Dunkelheit des Islam hinein. Menschen, die so ganz anders leben, als es die tun, die dieser tödlichen Religion folgen und die genau damit auch andere Menschen anziehen, dass auch sie den Weg zu Jesus Christus, dem einen Licht der Welt, finden. Da hat die Regierung der Islamischen Republik Iran gerade das Strafgesetzbuch verschärfen lassen, besonders den Artikel 500,
in dem es um Strafen für die geht, die sich vom Islam abgewandt haben und Christen geworden sind. Beinahe schon verzweifelt versucht die iranische Regierung, der Ausbreitung des christlichen Glaubens in ihrem Lande zu wehren, versucht, die immer weiter wachsende Hauskirchenbewegung mit immer härteren Strafen zu bekämpfen. Doch wir erleben, wie hilflos diese Versuche in Wirklichkeit sind. Die Hauskirchenbewegung sei die größte Bedrohung für die innere Sicherheit des Iran, so ließ vor einiger Zeit ein hochrangiger iranischer Mullah verkündigen. Was für ein armseliges Regime, das sich vor einer Botschaft der Liebe fürchtet und sie mit allen Mitteln zu unterdrücken versucht. Ja, auch im Iran sind die Christen Salz der Erde und Licht der Welt. Salz der Erde, das in den Wunden dieses Landes brennt, das die Betroffenen aufschreien, weil sie nicht verstehen können und wollen, dass dieses brennende Salz in Wirklichkeit heilt. Licht der Welt. Ja, so höre ich es immer wieder in den Berichten von iranischen Christen, dass sie im Iran Menschen getroffen haben, die so ganz anders waren als all die Menschen in ihrer Umgebung. Menschen, von denen sie schließlich erfuhren, dass sie Christen waren und die für sie tatsächlich wie ein Licht in der Dunkelheit wurden. Wie ein wenig Salz ausreicht, um einem Gericht Geschmack und Würze zu verleihen. Wie eine kleine Lichtquelle ausreicht, um eine tiefe Finsternis hell werden zu lassen. So reichen wenige Christen aus, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt und gerade auch im Iran. Und dann blicken wir auf Deutschland, auf ein Land, in dem es den Menschen trotz aller Schwierigkeiten, mit denen wir in diesen Wochen und Monaten zu kämpfen haben, unendlich besser geht als den Menschen im Iran und Afghanistan. Doch in einem ähnelt Deutschland allmählich immer mehr dem Iran und Afghanistan. Christen werden auch in diesem Land immer mehr zu einer exotischen Minderheit, deren Existenz für immer weitere Teile der Bevölkerung des Landes als anstößig angesehen wird. Wir erleben die Aggressionen, mit denen konvertierten Christen zunehmend in den Behörden und Gerichten unseres Landes begegnet wird. Wir erleben, wie immer weniger Menschen noch etwas von der christlichen Hoffnung wissen und sich stattdessen von Schreckensmeldungen treiben oder lähmen lassen. Ja, wir erleben, dass immer häufiger das Wort christlich oder auch das Wort Kirche nur noch wie eine leere Hülle erscheint, hinter der sich in Wirklichkeit so wenig Greifbares verbirgt. Doch auch den Christen in Deutschland sagt es Christus zu. Ihr seid es, Salz der Erde, Licht der Welt. Auch hier in Deutschland macht ihr einen Unterschied, auch wenn man immer weniger von euch wissen will, wenn oft genug schon eure Existenz bei so manchen Menschen Schmerzensschreie hervorruft. Um euretwillen hält Gott sein Gericht über diesem Land auf, das es doch eigentlich längst verdient hätte. Um euretwillen lässt uns Gott noch Zeit, das Licht der frohen Botschaft in unserer Umgebung leuchten zu lassen. Und während so viele Menschen in unserem Land davon schwadronieren, dass man all die angeblich illegalen Flüchtlinge so schnell wie möglich wieder aus diesem Land entfernen sollte, gebraucht Gott eben diese geflüchteten Christen in besonderer Weise, um mit ihnen in die Dunkelheit dieses Landes hineinzuleuchten, auch wenn sich so viele dem Schein dieses Lichtes ganz bewusst entziehen. Nein, Jesus Christus überfordert uns mit diesen Worten des heiligen Evangeliums dieses Sonntags nicht. Er sagt nicht, ihr müsst Salz der Erde, Licht der Welt werden. Ja, ihr müsst es schaffen, diese verlorene Welt zu retten. Genau das sagt er nicht. Jesus Christus beschreibt nur, ja, so ist es, ihr seid es, Salz der Erde, Licht der Welt. Schlicht und einfach dadurch, dass ihr da seid. Vielleicht nur ein paar wenige, aber eben doch. Menschen, die dieser Welt Zukunft und Hoffnung schenken.
Um euretwillen, Schwestern und Brüder, geben wir die Hoffnung für Afghanistan und für den Iran nicht auf. Ja, auch nicht die Hoffnung darauf, dass auch Deutschland wieder neu zu dem umkehren möge, der doch das Licht der Welt für alle Menschen ist und der ausgerechnet bei euch neu angefangen hat. Versteckt darum nicht, was er euch in eurer Taufe geschenkt hat. Lebt fröhlich euer neues Leben. Gott will durch euch noch vieles in dieser Welt bewegen. Amen.